Hier ist Zuhl, der Sportpark der Freundschaft. Herzlichen guten Abend, liebe Fußballfreunde, oder guten Nachmittag. Die BSG Motor Suhl, der tapfere Aufsteiger gegen den frisch gebackenen DDR-Meister. Da ist für Spannung gesorgt, das ist ein echter Hit. Und da ist das Haus proppenvoll. 18.000 Zuschauer, es musste angebaut werden. Mein Name ist Dieter Kurt, Mittelfeldspieler. Roman Seifert, Mittelfeldspieler. Matthias Brückner, rechter Verteidiger. Ich bin Uwe Drömel, Abwehrspieler. Ralf Eismann, Linksverteidiger. Der Schuss ins Glück trifft die Suhler im Sommer 1984 einigermaßen unvorbereitet. In der Oberliga-Aufstiegsrunde hatte sie niemand auf dem Zettel. Doch plötzlich gibt es am vorletzten Spieltag ein echtes Endspiel. Dessau muss gewinnen, dem Underdog aus Suhl aber hier in Rot-Weiß reicht ein Unentschieden. Wir hatten eigentlich keine klare Zielstellung, also Aufstieg schon gar nicht. Ja, der Plan war erstmal so gut wie möglich abschneiden. Es hat auch keiner dran geglaubt an uns. Wir waren eigentlich krasse Außenseiter. Ich habe nie dran geglaubt, dass wir das echt realisieren. Also das war schon ein großes Stück. Eine Aufstiegsgeschichte um Suhls Mittelstürmer, der kurz vor Schluss zum wichtigen 2:2 traf, wird erst jetzt gelüftet. Unser Torschütze, der Uwe Bühl, hat nicht mitgekriegt, dass das die verkehrten Fans waren. Ja, und dann haben sie ihn halt nass gemacht überall. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn bespuckt haben oder so, aber es war halt so. Ein wunderbares Kopfballtor, rennt vor lauter Ekstase in die Kurve, geht auch noch auf den Zaun, merkt aber dann, dass er in der Dessauer Kurve ist. War natürlich für ihn dann nicht so schön, aber im Nachgang kann man drüber lachen. Sie sehen an der Tabelle, dass die Entscheidungen gefallen sind. Brandenburg und Suhl in der Oberliga. Suhl in diesen Tagen. Gut 34 Jahre sind seit der Fußballsensation im Sommer 84 vergangen. Die einstige Bezirksstadt im Thüringer Wald hat seit der Wende fast die Hälfte ihrer Einwohner verloren. Auch weil das Simson-Werk längst geschlossen ist. Zu DDR-Zeiten war es der Trägerbetrieb, neudeutsch der Hauptsponsor der Motor 11. Formell waren die Fußballer hier angestellt, mussten aber nur ab und an, vornehmlich aus disziplinarischen Gründen, in der Produktion aushelfen. Treff mit den Suhler Fußballhelden. Einer von ihnen hat sogar ein paar Originaltrikots mitgebracht. Es ist Roman Seifert. Nicht nur er ist gespannt, wie die guten Stücke heute sitzen werden. Oh, das ist meins. Oh. Sein Fazit nach der Anprobe? Schön hauteng jetzt, du. Heute passt's richtig. Besonders für die jüngeren Zuschauer nahezu unvorstellbar. So haben sie wirklich in der DDR-Oberliga gegen Magdeburg, Jena oder Dynamo Dresden gespielt. Eine einzigartige Kollektion aus einer Zeit, wo es noch nicht um ergonomische Passform oder ein optimales Feuchtigkeitsmanagement ging. Das erste gemeinsame Training nach ewig langer Zeit. Ihre Nachfolger kicken aktuell in der Kreisoberliga Rhön-Rennsteig. Das ist die achthöchste Spielklasse. Der Sportpark der Freundschaft heißt inzwischen Aue-Stadion. Es präsentiert sich aber in keinem guten Zustand. Die letzten größeren baulichen Veränderungen stammen noch aus dem Aufstieg Sommer 84. Der Zaun musste gebaut werden. Es gab nur das kleine Sozialgebäude vorne. Da ist dieser Trakt innerhalb von 4 Wochen ist da hochgezogen worden. Die Tribüne mit der Uhr ist neu installiert worden. Neue Kassenhäuschen sind gebaut worden. Dann wurden hier noch Holztribünen aufgebaut, neue. Ja, das ist dann alles innerhalb von 4-5 Wochen da hochgestampft worden. Dieser inzwischen abgerissene Plattenbau am Sportpark der Freundschaft ist das besondere Wahrzeichen am Spielfeldrand. Dort stehen bei Spielen der Suhler aber nicht nur die Kameras des DDR-Fernsehens. Die sogenannte Wohnscheibe dient zugleich als Tribüne für die Suhler-Fans.
Da waren ja zigtausend Mann da drinnen. Da gab es eine Etage, die siebte Etage, konnte man durchlaufen. Da standen sie alle an den Fensterscheiben, haben da geguckt, weil es da die schönste Aussicht gab. Ja, wollten ganz viele zum Fußball. Also ich denke mal, ich weiß gar nicht, unter 10.000 war eigentlich die ersten Heimspiele, waren immer über 10.000 auch da. Wir erleben eine Partie und nur hören und staunen sie in der Republik. Nach 65 Minuten immer noch 0-0. Und die Stimmung ist prächtig im Suhler Stadion der Freundschaft. Hier ist noch echt heißer Atem drin, hier ist Musik im Spiel. Und die Suhler, keck und frech, kommen sie über den Rechtsverteidiger Brückner. Der marschiert über die Flügellinie bis nach außen, flankt nach innen. Bei allem Eifer. Die tapferen Suhler müssen schnell erkennen, dass die Oberliga für sie einfach eine Nummer zu groß ist. Das Kollektiv von Trainer Ernst Kurt kassiert 6 Gegentreffer von Lok Leipzig, 7 vom 1. FC Magdeburg und sogar jeweils 8 Stück vom BFC und von Dynamo in Dresden. Dresden war ein schönes Spiel, wo es dann hin und her ging. 5-1, 5-2, 5-3. Dann haben wir zum Schluss 8-3 verloren, aber das war schon ein schönes Erlebnis. Wir als Jungspieler, wir haben da geguckt, Dixi Dönner ist da, Kösten ist da, das waren schon Größen und da haben wir uns eigentlich auch gefreut darüber. Die einheimische Motormannschaft hatte ja in den letzten 14 Tagen 2 gewaltige Brocken. Dynamo Dresden und den BFC und sie haben es doch wirklich ganz toll verkraftet. Meine Herren, würden Sie bitte erheben. Das Abenteuer Oberliga geriet für die BSG Motor immer mehr zur Prüfung. 7 Monate blieben die Suhler ohne Sieg und damit eigentlich auch ohne Siegprämie. Es war ein ungleicher Kampf. Man hat dann auch mal versucht, mit Prämienregelung auch mal Geld zu geben, wenn man nicht gewonnen hat, um die Motivation ein bisschen höher zu halten. Also wir haben dann im März ja erst gewonnen gegen Aue, die damals vorne mit dabei waren in der oberen Tabellenhälfte. Wir haben uns aber immer gesagt, eins wollen wir gewinnen. In 16 Spieltagen schoss der Tabellenletzte Motor Suhl ganze 6 Tore. Gestern kamen gleich 3 gegen eine von allen guten Geistern verlassene Wismut-Mannschaft hinzu. 2-mal Seifert und 1-mal Schellhase sorgten für den ersten Suhler Sieg. Was bleibt, sind die Fakten. Nur ein Sieg, ganze 5 Punkte aus 26 Spielen. Für die Suhler Oberliga-Helden aber bleibt viel mehr. Ich habe damals eine Aussage gehört, dieses Jahr, das kann euch keiner nehmen. Ja, das ist eine Erfahrung. Ihr habt ein Jahr erste Liga gespielt. Was wir eigentlich aus dem Potenzial an Spielern gemacht haben, das ist schon sensationell gewesen. Der Zusammenhalt, auch zwischen Jung und Alt bei uns, der war halt da. Einer muss ja immer hinten stehen. Ja, das wird in den Annalen eingehen, nehme ich mal an. Geile Zeit.